Wie werden Futtermittel hergestellt? Wo kommen die Rohwaren her? Und was bedeutet Qualitätssicherung? Diese und viele weitere Fragen standen in den vergangenen Wochen im Mittelpunkt der Agravis Futtermitteltage. An drei Standorten in Fürstenwalde, Braunschweig und Oldenburg öffnete die Agravis die Türen für Medienvertreter. Das Ziel der Veranstaltung? Transparenz. Bernd Hohmann, Leiter der Agravis Unternehmenskommunikation, erklärt die Beweggründe des Konzerns. Wir bieten diese Medientage an, weil wir ein transparentes Unternehmen sind. In der Agravis-Gruppe arbeiten wir mit hohen Qualitätsmanagementanforderungen und geben Ihnen gerne einen Einblick in unsere Futtermittelproduktion und öffnen die Türen für Sie. Neben vielen theoretischen Informationen rundete eine Führung durch die jeweiligen Kraftfutterwerke die Medientage ab. Dort konnten sich die Journalisten die einzelnen Produktionsschritte der Futtermittelherstellung näher anschauen.